Hier kann man nicht zufällig nachschauen, wie viel die Sachen, die man hat, wert sind, oder? Kann der uns was über den Wühlschrat und so weiter sagen, vielleicht? Nein. Okay. Ja, komm, dann gehen wir wieder raus. Und... Ach, will ich jetzt am Praiosplatz eigentlich irgendwas machen? Ist eine gute Frage. Oder hätte ich einfach die Karte benutzen sollen? Oder einfach mal nachschauen, was wir machen wollen. Auf jeden Fall will ich kurz was nachschauen. Sehr vieles schauen auf jeden Fall. Hier, Shangmaid, du kaufst dir Sachen an. Und zwar verbesserter Eisenschild, 5 Dukaten und 9 Silber. Was haben wir denn an Rezepten überhaupt für Schmieden? Schleifsteine. Gegengewicht. Stahl, Kohle, Lederbänder. Ein Schleifstein, Säbel. Für ein Eisenschild. Ich glaube, das kostet mehr als 5 Dukaten, das herzustellen, oder? Krähenfüße, rostige Nägel. Warum verkaufe ich das Zeug? Na guck mal, damit kann man doch Geld verdienen. Das ist doch schön, sowas zu wissen. Dietriche, koscher Stahl und Kohle. Koscher Stahl und Kohle. Wer? Wo sind... Ach, Mann. Das ist echt das Blöde an so Let's Plays, weil man da zwischen den einzelnen Spielen oder Spiel-Sessions so viel Zeit hat, dass man vergisst, wo die ganzen Leute waren und so viel vergisst auch. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ob am Praiosplatz irgendwo ein Schmied ist, bei dem wir uns eventuell Rezepte kaufen können. Weil dann kaufe ich mir einfach einmal alle Rezepte, hol mir alle Handwerkszutaten aus unserem Haus und gehe an den Amboss und schaue, was wir uns daraus basteln können. Und dann werde ich keine popligen Sachen mehr verkaufen, sondern alles irgendwie zum Herstellen benutzen. Der Schmied, der war da hinten irgendwo. Was mache ich ja. Jetzt? Dieser blöde Zwerg. Und dieser blöde Brunnen. Ich guck nochmal ganz geschwind. Ja, da ist deine Schwester, ich weiß. Beim defekten Brunnen will ich nochmal kurz was nachschauen. Der verantwortliche städtische Handwerker ist nirgends aufzutreiben. Mal schauen, ob ich den Brunnen reparieren kann. Die richtige Position des Hebels entscheidet, ob Wasser fließen kann. Es wurde ja nicht vorgeschlagen, auch nicht direkt geschrieben, aber es wurde eine Vermutung aufgestellt, dass wir, wenn wir ins Zwergenviertel kommen, sofern wir überhaupt ins Zwergenviertel kommen. Ich will da ja auch gar nicht spoilern oder gespoilert werden oder mich selbst irgendwie spoilern. Ich weiß es ja selbst nicht und bin da ja ganz auf eure Kommentare angewiesen. Aber dass wir den Zwerg gar nicht finden können, dann müssen wir ja eigentlich... Und das wurde gesagt, ja... Gott, wie waren das? Wie gesagt, man vergisst so viel, dabei habe ich es vorhin gelesen. Wer sagt, dass du den Zwerg im Zwergenviertel findest oder so? Da leite ich jetzt einfach mal draus ab, dass ich mit der Vermutung, dass wir ins Zwergenviertel gehen, da den Reparationsfuzzi finden, der den Brunnen repariert und die Quest so abschließen können, gar nicht finden werden. Das heißt, wir müssen den Brunnen selbst reparieren. Das heißt, wir müssen jede erdenkliche Kombination der Hebel irgendwie uns irgendwie ableiten und Meister ausprobieren. Fluxosch, grüßt euch. Geht's ums Schmieden? Ja. Aber... Ja, ich guck die ganzen Anleitungen, 2 Silber, das können wir uns alles mal kaufen, also ganz ehrlich. Da haben wir jetzt schon mal einiges. Aber wir haben, ich habe mich auch schon mal so oft bei dem Brunnen umgeguckt. Am Brunnen, im Brunnen, drin, da unten, wo die ganzen Hebel sind, und habe keinen Hinweis auf irgendeine Kombination gefunden.
Und es sind ja irgendwie 10 Schalter oder so. Und dementsprechend ist die mögliche Kombinationszahl recht hoch. Weiß nicht, 10 Potenzial, oder? Also 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 und so weiter. 10 mal. Das ist doch Potenzial, oder? Das sind Ausrufezeichen. Oder wie heißt das nochmal? Was hast du denn eigentlich? Die Rezepte. Bastillende Ausdauer, 3 Dukaten. 4 Silber, 2 Silber. 3 Dukaten, lass ich mal. Aber komm. Die paar Silber kann man sich ja mal kurz mitnehmen lassen, oder? Hoffentlich kaufe ich dann kein Rezept zweimal. Das wäre natürlich echt nicht praktisch. Wisst ihr was? Ich schaue jetzt hier nochmal kurz. Beim Brunnen? Keine Ahnung. Aber da müssten ja auch irgendwie keine 10 Sachen oder so sein. Hier an der Seite sind diese Teile. Es könnte sein, der Hebel muss draußen sein. Und wenn es hier nichts ist, heißt das, der Hebel ist drin. Also quasi immer abwechselnd. Aber da unten sind ja mehr Hebel als 4. Und auch anders angeordnet. Deswegen... Alter, ich weiß echt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Wir schauen einfach mal nochmal kurz nach. Ich meine, wenn ihr sagt, dass wir den Zwerg da nicht finden, dann müssen wir es ja irgendwie selbst hinkriegen. Und ich will, dass dieser Typ aufhört, da rumzunörgeln. Das ist nämlich so ätzend. Genau wie dieser Bettler in Fuhrmannsheim. Okay, jetzt sind auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Hebel. Das ist ja etwas weniger als 10. Um nicht zu sagen, die Hälfte. Das heißt, wir schauen mal. Auch hier, wo ja eigentlich die richtige Kombination stehen müsste. Und also, wer baut denn so einen Brunnen? Also wirklich. Hier haben wir ja auch schon geguckt. Hier gibt es keine Hinweise. Hier hinten auch nicht. Und hier, das mit der Gittertür, das erinnert mich ja stark an Dragon Age 2. Derselbe Dungeon überall und dann halt nur durch irgendwelche Gittertüren abgesperrt voneinander. Der Typ hat auch keine Tipps für uns. Ist irgendeine Hilfe? Mir fällt gerade ein, was der Kommentar auch bedeuten könnte. Und zwar, dass wir den Zwerg zwar finden werden und ihn... mit ihm reden müssen, damit wir diese Quest lösen können, aber ihn nicht im Zwergenviertel finden, sondern zum Beispiel bei Burg Grimzahn oder so. Können wir hier irgendwas hören? Das hört sich alles gleich an. Und jetzt die Winde betätigen? Das war wohl nichts. Ja, wisst ihr was, dann machen wir es einfach kurz so. So. Das war. Ich speichere mal ganz kurz. So. Dann. Wir machen was. Der bleibt immer gleich. Dann. Den nach oben. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Und den nach unten. Wir können uns da jetzt echt einfach durchklicken. Wahrscheinlich ist es dann so, dass keine Möglichkeit richtig ist und die richtige quasi erst aktiviert wird. Verflixt nochmal, ihr habt es geschafft. Das Wasser rauscht wieder durch die Leitungen großartig. Lasst uns schnell nach oben gehen und das Ergebnis bewundern. Und die richtige Kombination erst möglich wird, sobald man den Zwerg gefunden hat. Ach ja, okay. Warum auch nicht? Ihr da! Was bei Angrosch macht ihr hier unten an meinen Maschinen? Oh Gott, ihr habt euch hier gar nichts zu beschweren. Der Brunnen oben ist ausgefallen, während ihr eintrinken gewesen seid. Was heißt hier denn eintrinken? Ich war unten und hab die Pumpe gereinigt. Dann hat irgendein Spender an den Hebeln rumgespielt und mir den ganzen Dreck ins Gesicht gespritzt. Ja. Das wusste ich nicht. Das war dann wohl ein Versehen. Entschuldigung. Macht bloß, dass ihr rauskommt, sonst vergesse ich mich. Los, los!
Ja, ist ja gut, Junge, chill mal. Ich hab deinen Job gerade erledigt. Was mit der Belohnung? Ist ein Rollenspiel, hallo. Gut, wir haben den Brunnen repariert. Oh, das war knapp. Man sollte sich nicht mit einem wütenden Zwerg anlegen. Doch schaut, das Wasser fließt wieder. Grobin wird zufrieden sein. Mhm. Ihr habt nochmals Dank. Hier ist eine kleine Belohnung für eure Mühe. Warum wird denn nicht angezeigt, wie viel? Wie viel waren das jetzt? 20 oder so? 20 Dukaten, naja. Mensch. Nachrichten. Ich muss mein Handy aufs Stumm stellen. Ich stehe in eure. Ja, danke schön. Mir ist vorhin aufgefallen, ich habe auch wieder nie Skype und Steam ausgeschaltet. Das heißt, es könnte sein, dass wieder irgendwelche komischen Töne im Hintergrund kommen. Dafür möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Ja gut, haben wir jetzt auch einmal den Brunnen repariert. Wie gesagt, warum denn auch nicht? Warum so einfach, wenn es auch kompliziert geht? Gut. Dann, ich wollte eigentlich zurück in unser Anwesen. Wo ist der Praios-Platz? Hier hinten, gell? Praios-Platz, yo. Halt. Eine Sache will ich kurz nachschauen, und zwar, ich hatte mir ja in der letzten Aufnahme was aufgeschrieben. Und das möchte ich jetzt einmal nochmal aktualisieren. Allerdings werde ich die Aufnahme mal ganz, ganz kurz unterbrechen müssen. Wir sehen uns nochmal gleich wieder. Diese ganzen Unterbrechungen, nicht kurz, gerade. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Immer diese spontanen Unterbrechungen, das ist das schlimm. Und das hat meine Mutter gesagt, ich soll ein bisschen, oder wenn es geht, ein bisschen leiser sein, weil ich ja irgendwie ganz schön rumschreie. Natürlich aus Rücksicht für meinen kleinen Bruder und so, weil der ja natürlich schlafen will, ist ja gerade unter der Woche. Ja, gut, wir werden einfach schöne Missionen machen, wo man sich nicht aufregen kann. Na, da habe ich mal ein bisschen Energie und werde mal vielleicht auch ein bisschen lauter, nicht so ruhig wie sonst, und dann, okay, gut, okay, ich nehme ja Kritik an. Aber ich muss ja auch sagen, diese Aufnahme, ganz ehrlich, das ist, ich will nicht sagen die schlimmste, aber auf jeden Fall mit eine der interessantesten, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, Aufnahmen von meinem ganzen Let's Play-Karrierentum. Die letzte Arkus-Aufnahme, beziehungsweise der Aufnahmetag, den werde ich niemals vergessen. Das ist echt das Beste, was ich hätte machen können. Oder ey, die Aktion. Gott, so schlimm. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, schaut euch vielleicht so, ich weiß nicht, die letzten 5 Folgen oder so vom Arkus Let's Play an. Oder wenigstens die, ich glaube, vorletzte, das richtige Ende. Weil danach kommt noch ein Arena-Special, glaube ich. Auf jeden Fall, schaut euch einfach meine ganzen Folgen, auf alle Videos auf meinem Kanal an, und dann werdet ihr schon wissen, was ich meine. Aber ey, wir haben die Aufnahme angefangen, an diesem Kampf rumgemacht, der irgendwie nicht klappen wollte. Dann hat das am Ende nicht funktioniert, durch diesen komischen Bug. Da muss ich was rausschneiden, oder werde ich was rausschneiden müssen. Ihr versteht Zeitparadoxon. Werde ich was rausgeschnitten haben werden müssen tun. Und dann hat es auch wieder nicht funktioniert. Ich habe nach halber Stunde an diesem elenden Kampf gesessen, damit es am Ende wieder nicht funktioniert wegen diesem elenden Bug. Dann sind wir da hingeschlichen, haben diese kleine Mission gemacht. Und dann der Brunnen und so weiter. Jetzt wieder was rausschneiden. Boah, das ist echt schlimm. Aber, wie gesagt, eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Jetzt, was wollte ich schauen? Naja. Genau, ich erinnere mich. Vorgrim, warte mal. Obwohl ich die Antwort ja eigentlich schon weiß, trotzdem würde es mich mal interessieren. Ich schreibe mal dazu 231. Moment. 231. 201. 483. 483? Wirklich? Hä? Warum? Okay, meinetwegen. Wenn's da steht. Und 191. So.
Jetzt einen kleinen Moment. Jetzt zücke ich geschwind mein Handtelefon. Ey, was da immer so lustig sich gemeldet hat. Aha, eine Nachricht. Bla bla bla, weg damit. Yo, Benachrichtigungen löschen. Die eine Applikation aufrufen, dessen Namen aus schleichwerbungstechnischen Gründen am besten nicht genannt wird. Ich weiß ja nicht mehr, worum es handelt. Taschenrechner. Entschuldigung. Jetzt muss ich hier irgendwie hinter den Mikros alles noch erkennen. So, 231 minus 161. Hä, warum schreibt ihr da jetzt ein Komma? Was? Nein. 231 minus 161. So, jetzt. Ich bin zu faul, im Kopf zu rechnen. Wie gesagt, ist ja unter der Woche. Das macht die ganze Aufnahme nochmal spannender. So, jetzt. 201. Ja, gut, das sind auch 70. 483 minus 93. Das sind 390. Und das sind auch nochmal 70. Okay, wir haben also anscheinend für diese Quest 70 Erfahrungspunkte bekommen. Wo tue ich das denn hier? Aber Kladdes hat irgendwie 390 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Keine Ahnung warum. Ich glaube nicht, dass ich in der letzten Aufnahme kurz bevor, oder als ich die, kurz bevor ich die Werte aufgeschrieben habe und vor dem, nach dem Speichern bei Kladdes Erfahrungspunkte verteilt habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, warum der auf einmal so viele bekommen hat. Aber ihr habt ja, oder es wurde auch geschrieben, dass die... Das hält mich ja nicht aus, wenn die ganze Zeit irgendwas dudelt, wenn man was erzählen will. Dass die Charaktere in unserem Anwesen ja auch die Erfahrung bekommen, wenn wir durch die Welt ziehen, also wenn die gerade nicht dabei sind. Und das hatte ich ja jetzt versucht herauszufinden, indem ich mir die Sachen einfach mal aufschreibe. Und es scheint ja wirklich der Wahrheit zu entsprechen. Das ist sehr schön, weil das habe ich mich ja schon immer gefragt, ob die dann quasi auch mitleveln. Nur bei Dranor scheint es so gewesen zu sein, dass er keine Erfahrung bekommt, solange der im Gefängnis ist. Und da wir die Mutter Racinski ja erst so spät besiegt haben und dementsprechend Dranor erst spät gefunden haben, weil ich ja verpeilt habe, die eine Abzweigung zu nehmen, hat er natürlich einen starken Level-Defizit. Deswegen werden wir ihn noch nicht mehr mitnehmen, weil er einfach nicht mehr mithalten kann zu diesem Stand unseres Spielstandes. So, genug der Theorie. Wollen wir irgendwelche Sachen leveln? Ich glaube nicht. Wir haben ja keinen neuen Level bekommen. Nee, jetzt nicht. Ich will jetzt hier endlich mal wieder was Gescheites machen. Was haben wir denn jetzt noch für Aufgaben? Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mit der Hauptstory weitermachen. Weil, ey, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil ich werde die Aufnahme auch bald beenden müssen, weil, wie gesagt, es ist unter der Woche und natürlich nehme ich abends auf und dann muss ich auch für morgen einigermaßen fit sein beim Ausschlafen. Beim Ausschlafen fit sein, ja, genau. Sehr logischer Satzbau. Ich muss fit sein und dementsprechend ausschlafen, obwohl Ausschlafen natürlich wieder relativ ist, weil es unter der Woche und ich muss zur Schule aufstehen. Ich hasse morgens aufstehen. Extremsport aufstehen, sage ich mir ja immer. So, Rezept für den Meistertrank, da müssen wir einen Typen finden. Das heißt, wir müssen Airan am großen Platz treffen und das in der Grafenstadt. Ich wollte eigentlich zum Praios-Platz. Ich komme echt so durcheinander und die ganzen Unterbrechungen. Und weil ich jetzt auf irgendwelche Sachen eingehe und, ist schlimm. So, jetzt hier mal ein bisschen Struktur. Wir gehen zurück zum Praios-Platz in unser Anwesen, weil ich wollte ja mal schauen, was ihr damit gemeint habt mit den Rezepten. Und Geld verdienen, was wir uns da herstellen können und wodurch wir dann eben Geld bekommen. Das Problem wird wahrscheinlich sein, wir haben sie gerade bei diesem Dietrichchen gesehen, da brauchen wir rostige Nägel, glaube ich, dafür. Und die haben wir ja meistens schon alle verkauft. Und ich bezweifle, dass wir da noch einige in unserem Anwesen haben. Hey, das Wetter ist auch... Ich glaube, ich habe mir vielleicht eine kleine Erkältung eingefangen. Ja, super. Hervorragend, es wird echt immer besser.